sagen. Da ist jemand reingekommen. Bitte? Erik? Da ist jemand reingekommen, hab ich nur gesagt. Achso. Und der heißt Erik. Gleich hab ich. Zufälle gibt's. Jo. Yay! Also okay. Jack Dexter mag ich eigentlich auch ganz gerne für Blazy. Ansonsten. Ich weiß nicht, mir kommt das immer so vor, als würde Blazy jetzt halt und genauso wie die Xbox schon vor längerer Zeit sehr eingeschränkt in ihren Spielgenres werden. Auf los geht's los. Aber gut, das kann man halt von Nintendo wahrscheinlich auch sagen. Ja gut, es gibt halt die großen Marken immer, die meistens alle im gleichen Genre ablaufen. Mhm. Und dann halt die ganz normalen Drittherstellerspiele. Mein Gott, mein Deutsch ist halt wieder wunderbar. Wo es halt auch alles Mögliche gibt im Endeffekt. Aber wenn du halt die Konsole nicht besitzt, dann kriegst du eigentlich auch immer nur die großen Spiele mit und die sind meistens dann Richtung Shooter, Rennspiel. Jo. Gedöns. Oder was es auch noch ein bisschen häufiger gibt, sind so storylastige Spiele, bei denen du aber nicht unbedingt einen Shooter hast, sondern, keine Ahnung, oder einfach ein bisschen rumlaufen kannst, interagieren. Und wer behauptet, man kann keine PS2-Spiele auf der PS3 spielen, der hat man PlayStation nicht. Meine kann das ja. Ja, die ganz alte Generation. Ja. Moment, ich habe gedacht, die PlayStation 3 könnte immer, egal welche Version, die PlayStation 2-Spiele abspielen. Nur die 1er nicht. Keine Ahnung, also bei mir kann sie beides. Aber nee, die PlayStation 1 Spieler, das kann die standardmäßig. Bei der PlayStation 2, das haben sie rausgenommen. Ach so rum, okay. Mhm. Dann ist es ja noch sinnvoller, sich eine PlayStation 2 zu kaufen, statt einer PlayStation 1. Ja. Das auf jeden Fall. Aber ist das nicht immer so bei den auch 2 Gens? So eigentlich so Usus bei allen Konsolen. Ich meine, bei Nintendo versteht man es ja eher noch, dass so ein N64-Modul schwer in eine Wii U zu stecken ist. Aber hätten sie mal einen Modulschacht einbauen können, ganz ehrlich. Ja. Gut, ab der Wii U dann aber, dass man da keine GameCube-CDs mehr lesen kann, ist das ein bisschen fragwürdig. Also da ist es klar, dass sie das mit Absicht machen. Ja. Und ich denke, viel Arbeit wäre das auch nicht, das so umzumodellieren. Ich habe übrigens ein Pau. Mir ist das egal. Also ich kann nichts verlieren, wenn du paust. Nein, Hering? Nein. Ich verlasse mich am besten mal zurückfallen und versuche den Schock rauszupauen, falls sie einen haben. Der Erik kann fahren. Schock, ich pau jetzt, ne? Jo. Mhm. Okay, hatte keiner. Yay, Blooper! Vorsicht, Bullet? Was ich bullet? Was ich bullet? Entschuldigung, Troy. Oh, danke. Erstmal ein bisschen Kamikaze schießen, wenn man die Wolke hat. Ja, ich habe einfach durchgetriggert in der Hoffnung, dass irgendwas kommt. Klar. Nix an, hol dir den Sieg. Ging nicht. Okay. Er war sehr blau. Clever, hat mich schön blau. Wer ist eins? Die, ich wiederhole mich, die. Ich wurde nur abgeschossen, deshalb konnte ich nicht schießen. Oh, Bombe. Ich bin im Kugelbilling. Ninja Tanz auf 1, was mache ich denn da? Oh ja, auf 4 einen Goldschroom ziehen, das ist natürlich. Ja, das ist natürlich sehr gut. Oh, perfektes Timing, ich wurde noch losgeblitzt. Was ist das jetzt gerade gewesen? Ich wurde im Stern mit einem Goldschuber 4 groß geschossen. Nein, One Up Life mag mich nicht. So ziehst du auf 1 oder was? Ja. Okay. Hey, soll ich euch mal raten, auf welchem Platz ich ins Ziel trudel? Auf welchem Platz du was? Ins Ziel trudel. Also. Ihr könntet mir mal was erklären. Ja. Warum ist es eigentlich irgendwie in jedem Grand Prix, den wir machen, so, dass wir die erste Bahn N64 Marios Rennpiste fahren? Wahrscheinlich, weil 90% der Fahrer das wählen. Ich finde das sehr faszinierend. Und warum schneide ich da immer so schlecht ab? Ich mag die Strecke einfach. Das ist halt. Ich weiß nicht, wer es noch alles wählt, aber. Naja, irgendwann muss ich ja mal Glück haben auf dem Ding, ne? Mhm. Wo wir wieder beim Thema Wahrscheinlichkeitsrechnung wären.
Ja, ich glaube, dass, also in vielen Fällen wird, glaube ich, das Glück in einem Spiel ein bisschen zu hoch eingeschätzt. Klar hast du öfter mal Situationen, wo du ein Item ziehst, mit dem du auf 1 landest und eins, mit dem du auf 8 landest. Aber so im Großen und Ganzen kannst du mit Item-Einsatz, mit Geschicktem schon ziemlich, ziemlich viel rausholen. Ja gut, aber auf der Bahn ist es ziemlich eindeutig, wenn am Schluss ein Blitz kommt und du beim letzten Item einen grünen Panzer oder einen roten kriegst und alle anderen haben Sterne und Pilze, dann hast du keine Chance mehr. Ja, dann hättest du vielleicht davor ein bisschen anders fahren müssen. Achso, du hast eine total verleckte Grüne, die 3 Leute hintereinander trifft. Also bei Rennpist ist es halt generell so, entweder du versuchst irgendein Item von hinten zu geiern, oder wenn du vorne mitfahren willst, musst du natürlich ein bisschen Abstand haben zum Rest. Wenn du vorne bist und keinen Abstand hast, dann wirst du zwangsläufig verkacken. Schön gesagt. Jo. Wow, war das knapp. Deshalb kann man sich im Voraus schon so ein bisschen orientieren. Oh, wieso habe ich den jetzt auf dich geschossen? Yay, ich habe eine Bombe auf 4 und das in der Kurve, wo kein Mensch ausweichen kann. Mr. Backspam-Nixer. Was? Hab ich euch erwischt, meint oder was? Wir sind Hering, Top 4, du brauchst ja. Ich hab übrigens einen Stern auf 2. Sind noch 3 und 2. Ich leg in der Kurve eine Banane. Soll ich jetzt schon mal anmachen? Nee, brauchst du nicht. Ja, danke. Ja. Ich merke es an. Warum machst du das? Dadurch, dass sie eh nicht skypen. Warum machst du? Ich würde ihn so in der Mitte von der nächsten Runde anmachen. Vielleicht beim Cut oder so. Also wäre voll cool, wenn du deine Items noch ein bisschen behältst, weil dir droht aktuell keine Gefahr. Ey, Stern! Jetzt hat er Feder in meinen Stern geholt. Oh je. Alter, die fahren zu zweit zurück, um sich den Stern zu holen, der dem einen rausgeschockt wurde. Und der eine kriegt ihn und der andere fährt in ihn rein. Ich lege in der Kurve hinter den drei Wumms eine Fakebox. Achtung dort. Mhm. Ja, ziemlich rechts innen. Ah ja. Ihn hast du leider nicht erwischt. Nein. Ich dachte nicht, dass sie immer noch da liegen. Ja, Ring, überhol mal. Ja, bald. Hast du? Jetzt bin ich, ja. Vorbei. Gut. Hatte der ein Item? Ja. Wann kommt wohl der nächste Schock? Hat er 3 rote? Ja! Yes, treffe ich ihn. Und die Rapshirts kommen natürlich direkt dann in dem Moment. Die gehen. Das war gut abgesprochen. Ich hab grad auf 4 meinen roten geschossen, der hat dich auf 1 getroffen. Ach, ich hab gedacht, das wäre der hinter mir gewesen, dieser One-Up oder was er ist. Oh, Mist. Das ist ja eigentlich auch das Fliegen. Kann ich nicht verteidigen. Echt? Aber meine ist. Ach, du, der hinter dir hat 3 beiden vorbei. Ja, ich weiß nicht, ich hab nichts zum Verteidigen. Hui. Ah. Wird er backspammen wahrscheinlich. Nee, doch nicht. Ja Mensch, 2 Runden auf ersten Platz gewesen und jetzt bin ich letzter. Hätte ich nicht gedacht, weil da trifft man sehr selten. Ja. Sorry. Mist. Wer ist vorne? Die. Hast du einen blauen? Nee. Nein. Der grüne geht an euch beiden vorbei und trifft mich. Jetzt muss ich irgendwas episches abziehen. Nee, das wird nix. Nicht mit einem Pilz. Oh, der wäre beinahe noch. Achtung, Green. Der wäre beinahe noch reingefahren. Na, immerhin 2, 3, 4. Und 6. Boah, gutes Rennen. Also irgendwie ärgert mich, dass ich es schon sehe. 2 Runden erster problemlos und dann sowas. Naja. Das ist Mario Kart Wii. Ja. Gut, dass es abgeschaltet wird. Endlich, Dreckspiel. Ja. Braucht doch keiner. Was? Ah, nee. Ich kenne Zelda Four Swords nicht mal. Das war das Multiplayer-Zelda. Sagt mir immer noch nichts. Kam für einen Gamecube und für einen Handheld raus, aber frag mich jetzt nicht welchen. Echt? Ja, das kam doch mit, Moment, mit einem anderen Spiel raus, mit, kam das irgendein Remake von einem Zelda. Ja. Ich hab gedacht, das wäre nur Handheld gewesen. War das nicht von Capcom sogar? Nee, von Capcom waren die Oracle und Season-Teile. Ach so.
Ja, und auf dem GameCube war das dann auch so, so eine von oben Sicht wie auf dem Handheld oder was, oder? Ja, aber um das Multiplayer-mäßig spielen zu können, brauchst du so zwingend Game Boy Advance-Geräte und das Verbindungskabel. Sehr gut. So kann man seinen Krempel verkaufen, ne? Richtig. Damit man es am großen Fernseher spielt, an seinem Game Boy Advance. War ein Kassenschlager sondergleichen. Hat auch wirklich, ich habe auch mal einen Kumpel dabei gehabt, mit dem ich das zu zweit versucht hatte. Es hat uns ganze 5 Minuten gefesselt. Ich habe davon noch nie was gehört von dem Spiel. Ist okay. Für 5 Minuten. Ich meine, ich bin jetzt nicht so der Zelda-Affine, aber trotzdem, eigentlich so Zelda-Spiele müsste man schon mal alle gehört haben. Oh nee, alle mussten nicht kennen. Ich meine, denk nur mal an die 3 vom CDI, die muss man auch nicht kennen. Ich weiß nicht mal, was CDI ist. Konsole von Philips. Okay. Und die hatten von Nintendo ursprünglich die Lizenz gekriegt, weil sie eigentlich ein CD-ROM-Laufwerk für Super Nintendo entwickeln sollten, so wie Sony. Und die hatten die Lizenz halt noch und haben dann ihre eigene Konsole gemacht und haben dann 3 furchtbar schlechte Zelda-Spiele rausgebracht. Krass. Was macht die so furchtbar schlecht? Mal abgesehen von der Steuerung, den Ladezeiten und diese extrem bescheuerten Cutscenes im Cartoon-Style. Hast du noch nie auf YouTube Kacke mal irgendwie diese Cutscenes gesehen? Nee, noch nicht. Solltest du mal nachholen, das findest du in jedem zweiten Video. Krass. Kannst du mal sehen, wie das alles an dir vorbeigeht. Ja, also ich hatte auch nie ein CDI, aber mittlerweile YouTube, ne? Man lernt täglich was Neues auf der Seite. Gelobet sei YouTube. So, ich bin auf 1, ich hab's voll drauf. Das ist immer noch so krass, wie nicht drauf. Wie diese Hupe einfach kommt, wenn dich jemand überholt und rammt gleichzeitig. Nee, nee. So richtig Troll-Style. Ich hab den Blitz. Das ist schön, ich bin auf 1, du kannst mich in der dritten Runde groß schocken und ich gewinne. Ja, mit dem Top 2, wir können uns groß schocken, ja. Nein, nur mich. Ja, dann sag Bescheid, wenn ich einsetzen soll. Würde mir auch reichen. Das Problem ist, ich werde bis dahin nicht auf 1 sein. Oh ja, Nixon ist sogar noch jetzt am dazustoßen. Ja, aus dem Nichts. Mit Top 3 noch dodgen, wenn das klappt. Ich hab 3 grüne Sozi, nicht zurückfallen. Fahr schnell wie immer. Kein Ding. Aber nicht zu schnell, sonst bist du bei mir. Ja, und du hast auch noch ein Item draußen. Das kann ich aber wegschießen. Oh, hi. Wolke! Ja, weg damit. Schaff ich's noch bis zur Röhre? Sag gleich nee, Bescheid. Was? Nee, eigentlich nicht. Aber du kannst es mir geben. Vielleicht. Nein, nicht mit 3 Grünen. Nee. Nein! Also ich bin jetzt drin. Ja, jetzt hat jemand gedodged und nur Tryzer also noch. Also ich finde Teamplay ist wirklich schön. Ja. Was ist gerade passiert? Wow. Ah ja, meine Idee wäre gewesen, die Wolke hält länger, wenn man diese jemandem anderen zuschiebt. Das heißt, wir hätten uns quasi bis zur Kanone hin und her schieben können. Aber wenn du 3er-Grüne draußen hast, geht das natürlich nicht. Ja. Ist zwei von denen? Zweiter ist der, ja. Nein! Warte. Ich krieg's nicht hin, um die Kurve zu fahren. Ja, das lernen wir beim nächsten Mal. Ein paar Tage hast du nicht vorher. Das gibt's nicht. Ich hätte wenigstens noch 4. sein können, wenn ich mich in andauernden Tod stürzen würde. Wie sah es jetzt aus? Ach, so ziehst du mir das noch 3. geworden. Cool. Jo. Zweiter war nicht mehr drin nach der komischen Aktion. Absolute Katastrophe hier. Also, du hättest den 3er einfach zurückwerfen müssen und mir dann die Wolke geben. Das wäre gut geworden. Ja gut, aber ich meine, ich habe euch ja mit den 3er Greens nicht getroffen. Ich bin ja schön eleganten Abgrund ausgewichen mit der Wolke. Also was ist mit euch passiert da vorne? Doch, du hast Sozi getroffen. Du hast mich getroffen. Also ich habe Sozi getroffen, echt? Ja. Oh. Bei mir nicht. Oh. Ich muss übrigens mal nebenbei anmerken, das ist bisher die größte Gewinnserie, die ich hier mit dem Clan hatte. Ja. Also im Endeffekt, LPT. Würde ich von mir nicht behaupten, aber ich weiß es nicht mit Sicherheit. Also für mich ist es die größte Gewinnserie in einem Clan. Weil es dein erster Clan ist. Die kleinste. Der Nixon ist, glaube ich, der einzige Clan-Spieler, jetzt fast man. Doch, ich glaube.
Das könnte jetzt unser 10. ungefähr sein, ne? Der Dreier jetzt hinter dir, das wird untergegangen. Der 10 CWs gemacht hat und alle gewonnen hat. Das ist auch ein super Schnitt. Ja, und ich meine, das ist kurz vom Ende von Mario Kart, also Mario Kart Wii. Das, ich würde keiner mehr einholen, du wirst die Geschichten eigentlich. Ja, du bist quasi der erfolgreichste Clanspieler Deutschlands. Und das, obwohl ich immer nur auf dem letzten Platz rumgurke. Mach mir das mal nach. Mit Betonung auf Clan, also, oh, sorry. Ich konnte die halt nicht wegwerfen, weil die ganze Zeit jemand von... Ah ja, jetzt kann ich zurückwerfen. Hey, die haben aber Top 2 oder so, ne? Nee, die nicht so gut. Oder doch. Erik ist vor mir und wer noch vorne ist, weiß ich nicht. Eins sind die auch. Boah, was die hier spammen, ist ja Wahnsinn. Ja, es wird einiges hier geworfen, das ist schon krass. Ist jemand von uns letzter? Nee, gerade nicht. Okay. Aber der hatte eben noch keinen Blitz, weil der auch versucht hat, mich wegzurammen. Ich mit meinem Stern. Ich hab Pau auf 6. Erik ist jetzt auf 1. Nixon sagt du Pau an. Okay, hat sie erledigt. Oh ja. Pau. Ja, die haben mich wieder groß geschockt. Ich weiß nicht, warum die das machen, macht, du. Aber ich danke ihnen recht herzlich. Zwei Bananen in der einen Kurve da, Achtung. Lagen noch da. Aber die sieht man. Oh ja. Oh ja, nein! Nein! Oh ja, was lag denn da? Was ist das denn? Ach, Kacke. Scheiße. Also die drei roten lagen ja auch mal perfekt. Ja, ich hab die verloren und bin danach runtergefallen wegen dem Pau. Ich dachte, ich komm drüber, aber das hat dass ich da durchgekommen bin und jetzt auf 1. Aber okay, jetzt bin ich schon nicht mehr. Ich bin jetzt sehr, sehr weit hinten. Ich hab Chock, sagt mir was. Ich hab einen Goldschirm und werd gleich durchziehen. Die haben einen Maxi-Pilz an. Sind die auf 1? Ja. Nein. Dann schocken wir den ersten runter. Ich hab einen blauen, also lassen wir das einfach. Naja, dann sind die immer noch erster. Sagt mir was. Ich bin jetzt auch hinten. Zwei. Try ist auch hinten. Und ich hab auch keine. Die haben Magida Maxi-Pilz an. Ihr seid gleich im Ziel, Jungs. Wer ist denn die 1? Ja, die. Ja, dann haust du die doch runter. Ja, dann. Was? Was? Ich hab gedacht, das war gerade. Aufforderung. Das. Und nicht ganz. Du siehst ja auf der Karte, wann die über der Schlucht sind. Dafür gibt's diese Karte auch. Hm. Ja. Hat sich irgendwas geändert? Naja, ich habe kein Item mehr gezogen auf 5. So, ja. Oh, doch, aber immerhin so eine 3 und 4. Es hat was geändert. Na gut. Nehmen wir mal so. Okay. Ja, sorry, das habe ich jetzt falsch verstanden. Ich habe gedacht, ja, kein Ding. Oder haust die runter und ja. Beim nächsten Mal weiß es ja. Souveräne Führung, einstellig. Ist das nochmal der erfolgreichste Clanspieler? Plus 8. Können noch eng werden. Also wir dürfen auf jeden Fall nicht unsere erste Niederlage gegen einen Nicht-Clan oder gegen halt viel Einzelpersonen verlieren. Das wäre schon krass. Das wäre seltsam, ja. Komm, wir verlieren sie. Also dann, direkt Runde 2. Ja, also ich hab zu 90. Auf Waluigi Arena Target gepowt zu werden, habe ich noch nie erlebt. Das ist schon krass gewesen. Auf 150 hätte es auch geklappt, da wieder rüber zu fahren, aber auf 100 bin ich so langsam gewesen, dass ich hinten an der Kante hängen geblieben bin und dann hat er beinahe noch so ein 360 gemacht an der Kante und ist runtergefallen. So, ich bin jetzt mal dafür, dass wir ein paar 1 bis 4er Ergebnisse holen. Bin ich auch dafür. So viel guck mal, Geistertal, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ich weiß, warum ich noch nicht dran gedacht habe, aber ich habe da nicht dran gedacht. Luigi's Piste. Hm. Warum rede ich überhaupt noch? Warum bin ich einfach still? Natürlich darf jeder gut sein, aber es ist einfach wesentlich schwieriger, ohne Verständigung CW zu gewinnen, als mit Verständigung. Ich sag nicht, dass es auch durchaus viele Einzelpersonen gibt, die uns haushoch abziehen würden und nicht callen würden dabei. Aber die hätten es wesentlich noch wesentlich einfacher, wenn sie dabei callen würden. Mhm. Oh Gott, ich bin auf 1 auf meiner Strecke, die ich immer versage. Gut, das würde ich jetzt vielleicht auch nicht generell sagen, wenn du so ein paar Internationale zusammensteckst, die sich gegenseitig nur irgendwie verwirren können beim Reden. So fährt man das schon mal nicht. Try, mach keinen Scheiß. Nein, da ist eine Banane Try, gewesen. Mach keinen Scheiß. Los, Hering, hol's dir. Wer ist letzter? Dir.
Wer ist 1? Gut, eins? Die haben schon mal die letzten beiden. Das, oh, das okay. Gibt's doch nicht. Und die haben die 1, weil ich doof bin. Wer ist 4? Hinter mir. Ich bin jetzt 4. Achtung, Troy. Ja, danke. Ja, ich war's nicht, der erste war's. Achso. Dann ist ja gut. Oh, kommt, Leute, ich hab wieder verloren. Jetzt geht's aber rund hier. Aber gut, das war Geistertal. Da hilft die jegliche Absprache auch nicht weiter. Ja, 2, 4, 6, 7 ist ja noch Schadensbegrenzung. Ja. Also die Sterne, das heißt, flogen. Wir die führen mit einem Punkt. Leute, wir führen. Ein Punkt. Den halten wir jetzt. Das ist mein Punkt, ja. Super. Ja, siehst du. Das Gute ist, wenn man wettet und keinen Gegner hat, den man die 5 Euro dann abdrücken müsste hinterher. Da kann man das auch sagen. Komm jetzt mal Dschungelpark hier, dann wird's besser. Strike setzt also 5 Euro darauf, dass der CW plus minus 0 ausgeht. Erhöhst mal auf 50, dann mache ich mit. Ich würde auch mitmachen, das Problem ist, wir können das ja beeinflussen. Jetzt sag das doch nicht laut. Na komm, mach mal Luigi's Piste. Yay. Warum nö jetzt? Deshalb sind Wetten auch meistens unabhängig davon, dass die Leute, die dafür verantwortlich sind, das mitbekommen. Beziehungsweise, dass nur anonyme Personen dann darüber wetten dürfen. Okay, ich brauche keinen Start. Also irgendeine Start ist schön, dass alle von brauchen, das landest du nicht im Ziel. Ja, Scheiße. Das Problem ist nur, dass 2 von denen auch erstmal stehen geblieben sind. Oh. Ja, da bleibt schon wieder jemand stehen hier. Aber nicht für Schock, sondern bis zum 7. Platz. Ist auch gut. Nein. Ach, scheiße, sorry. Ja, macht nichts. Ich hatte gerade die Wolke. Ja, ich bin nur gerade gefahren. Ich mal ein bisschen hinten und dann gucke ich mal, dass ich gute Seiten krieg. Wo ist denn der Hering? Auf 2. Das ist okay. Wer ist 1? Die? Die. Mhm. Och, was zum? Shit. Das war selig. Nein. Ja, da wollte ich aber nicht, ich wusste nicht, dass das ist. Sorry. Hey, hast du jetzt einen Stern gehabt oder nicht? Ja, ich hatte einen, aber der ist sehr weit hinter mir gelandet. Nein, ich meine, ob du meinen jetzt genommen hast. Ja. Gut. Bei mir sah es so aus, als hättest du den nicht mal gekriegt, aber mir trotzdem weggenommen. Oh fuck. Das wäre gut gewesen. Ja, könnte ein erster Platz werden. Uiuiui. Selim lässt sich zurückfallen. Oh. Wer hat den Blauen geschossen? Weiß ich nicht, war aber cool. Ja. Los, Hering, fahr. Nein, oh, sorry. Yes! Okay, 1, 2, 3 trotzdem. Ist mir egal. Hab ich mit meinem roten WAS gerettet hier heute Abend. Das ist ja der Hammer. Alter. Reicht wunderbar. Yes. Wow. Gut, Luigi's Piste Skills. Ja, das mit dem Rahmen war blöd, aber ich bin halt schon so weit innen gefahren, wie es ging. Aber so zu sehen, das war ein Top-Teamwork von uns. Also, dass wir die so verwirrt haben, indem ich deinen Stern nehme und dich wegramme. Die waren so verwirrt, also 1A. Grundsätzlich ist das ja kein Problem, einen Stern von jemand anderem zu nehmen, aber wenn du selbst einen verlierst, lässt du halt dem Gegner noch einen da. Und das ist halt das Blöde daran. Ninjata hasst mich. Kann ich gar nicht verstehen. Ich auch nicht. Es ist doch voll okay, vom Roten kurz zum Ziel getroffen zu werden, dass noch 3 Gegner dich überholen. Was ist dein Problem? Warum wärst du 1 gewesen? Ich hätte jetzt gesagt, der Hering wäre 1 gewesen. Na, der Blue wäre ja... Ich glaube, es ging um den Blue Shell. Nee. In den Yatta habe ich auf der Zielgeraden mit dem Roten getroffen. Achso. Ja, vielleicht war da vor der Blue Shell. Ja, also noch Blue Shell, dann weitergefahren, auf dem 3. Platz noch gewesen und dann der Red Shell auf der Zielgeraden. Puh, jetzt müssen wir eigentlich noch ein Rennen gewinnen und dann haben wir auch das hier geschafft. Dann haben wir doch beste Voraussetzungen hier. Jo. Nix an, Herr des Dschungels, zeigt euch jetzt mal, wie das geht. Herr des Dschungels. Die Dringel. Herr des Dschungels. Im Jamba-Spar-Abo. Hering, der war nicht für dich gedacht, tut mir leid. Oh, war geil. Du willst Hering nix schenken? Jedenfalls keine roten Panzer. Aber der konnte sich mal wieder nicht entscheiden, wen er jetzt angreifen will. Boah, und ich kann nicht fahren.
Wahnsinn. Nehmt euch doch kein Beispiel an mir. Ich find's irgendwie voll cool, wenn bei Mario Kart 8 irgendwelche Standard-Items wegfallen. Maxi an nix. Noch eine Banane in der Kurve. Ding ist lauter Bananen. Und ein Green Shell auf der Brücke. Bist du auf 5 nix an oder bist du weiter zurück? Ich bin gerade auf 8. Ein bisschen hinten. Ich hab einen grünen Panzer reingeschoben. Wow! Warum bleibt Erik mit seinem Stern stehen? Warum Erik? Oh lololololol. Achtung, Try, ich hab Stern. Okay, ich nicht. Ich hasse rote Panzer. Ist Sozi auf 1? Ja. Gut. Aber ich es ist eng, wenn jetzt ein Schock kommt für 2-3, dann wird's schwierig. Kann nicht, weil ich hab ihn. Ah, pass auf, da liegt jetzt eine Fake direkt hinter der Kanone. Fahrt nicht ganz so weit links in der Kanone. Okay, jemand hat den abgeräumt. Ja, und dann räumen sie sich noch gegenseitig mit roten. Und dafür liegen jetzt rote darum. Schön. Ja. Mist. Ein Schock also, hast du noch, oder? Ja, ja. Bin jetzt auch schon auf 7 vorgefahren. Wenn jemand noch von euch einen Dodge bekommt, wäre es gut. Also ich bin jetzt auf 3 mit Goldpilz vorgekommen. Ich bin jetzt auf 6 vorgefahren. Ich bin auf 7 runtergekommen mit Wolke. Ja, dann Hering, zieh doch zu Sozi ran, dann kann ich euch beide groß machen. Ja, zieh mal eben ran, genau. Und ansonsten plätze ich dich eher als Sozi, oder? Also mich bringt eigentlich nichts. Du bist jetzt auf 2, Hering? Ja. Nix an zu dodgen wäre, glaube ich, besser, weil dann die Sicherung. Ja, hau, scheiße. Okay, lassen wir das. Ja, das ist jetzt doof. Obwohl, noch bin ich 2. Jetzt bin ich drin. Ja, da sind aber alle drin. Hast du noch Schock? Ja. Gut, dann Nixan holt sich am besten Dodge noch, wenn es geht. Jetzt bin ich auf 5. 4. Ich hab Bullet. Dauer. Bullet? Du hast ein Bullet hinter mir, das ist schön. Dann würde ich fast sagen, ich mach kurz vor den Items. Also ich sag dir Bescheid, wenn du anmachen sollst. Okay. Und zwar jetzt. Okay. Boah, hier liegt noch eine Banane in der Höhle. Go Nixon, nein. Go Nixon, go Trizer, go Trizer. Nein. Kurve da rum. Ah, es kommt alles von hinten, Wahnsinn. Das war irgendwie nicht so gut. Ich bin gegen Nixon geknallt und bin auf dem Sand gelandet. Das gibt's nicht. Was war denn das? Wir fassen zusammen, wir hatten Schock, den ersten Platz mit einem mega Abstand und einen Dodge und haben es geschafft, dann nicht 2 und 3 zu holen. Ich kann's dir sagen, wir sind zu dritt gleichzeitig in die Höhle reingefahren. Ich bin gegen nichts angeknallt, dadurch kurz auf der Erde gelandet. Dann total den Schwung natürlich verloren und dann kommt ja, er das doch schon an. Der Bullet Bill hat mich direkt am Ende von der Brücke so rausgelassen, dass ich die Kurve nicht gekriegt habe. Und dann musste ich außen um die Banane rumfahren, war natürlich verlangsamt und dann kam ich nicht mehr von der Stelle, ne? Und mir standen sie alle im Weg rum. Ja, glaub ich dir. Jetzt dürfen wir nicht hart verkacken, aber ansonsten sollte es gut werden. Ja, 1 bis 4 machen wir halt nochmal. Aber wenn die jetzt 1 bis 3 machen, könnte es eng werden. Aber Top 2 würde schon nicht mehr reichen. Ich habe jetzt nicht explizit mitgezählt. Der erste war, glaube ich, plus 8. Ja. Und der jetzt, aber irgendjemand macht ja wieder ein Table, hoffentlich. Nein, Max, du bist nicht Jahrgang 69. Eine Lüge. Oder er hat sich nichts entschieden ausgegeben. Ja. Ninjata schreibt unflätige Worte in den Chat. Das finde ich nicht nett. Macht Ninjata öfter. Ich hasse dich. Ich hasse. Oh, die war schon fünf Leute getroffen worden. Finde ich super. Alter, krass. Alter, krass. Er hat eine Wolke. Ist der SC offen dazu und nicht, dass ich ihn nehmen könnte? SC ist zu. Okay. Ist okay. Oh Gott. Ist okay. Ich komm schon klar damit. Die sind 1, oder? Ja. Ja. Ziemlich viel Abstand. Nix an 2? Ich hab Power of 4. Kann ich jetzt irgendjemand von vorne? Da fliegt ein blauer. Hinter dir, oder? Okay, jetzt ist egal. Ich setze ihn einfach mal auf 2 ein. Ja, du hättest den ersten vielleicht ein bisschen besser natzen können in der Kurve oder so. Ey. Der ist nicht getroffen vom Blauen? Doch, wurde er getroffen, aber sein Vorsprung war echt groß. Ja, der hat ziemlich viel Vorsprung gehabt. Scheiße. Ich hab Max. Ey, die blitzen mich immer groß. Die blitzen mich jedes Mal groß. Hätte ich durchgedrückt, wäre ich auch groß geblieben. Das ist so krass. Das sind deine Fans. Das ist dein Stream, also was erwartest du? Ja, das ist Streamer-Bonus. Eindeutig.
super. Hering, bleib stehen. Nein, er liegt okay, nicht da. Ja. Ja, komm. Oh, irgendjemand möchte Wolken. Oder so, ja, Ninjata. Ja, jetzt kommen wieder unflätige Worte. Trotzdem, ich bin direkt hinter dir und hab Pau. Auf zwei, warte. Oh, Seele. Ich bin denn jetzt gleich. Das gibt's doch nicht. Nein, sind doch nicht in Pau. Ziel so, Bulle. Ciao, Digga. Eins, zwei? Nee, und die haben auch eins. Oh, nicht mehr. jetzt halt bin ich auf zwei. Das ist ein sehr enges Feld, da kann alles passieren. Mhm. Hab den dritten gebackspammt. Cut sollte eigentlich. Und jetzt ist Nix dann auf drei, sehr schön. Bin ich direkt hinter dir, Try. Mhm, dann lege ich mal Nix. Ausnahmsweise. Ich leg den Cut nochmal an, das ist Blitz. Was hast du? Blitz. Das ist gut. Wo bist du? Wir haben 1 bis 3. 1 bis 3. Er sagt an, falls es sich anbietet. Am besten gar nicht. Gut, scheiße! Zwei, da kommt ein roter, aber der war nicht für dich, der war für Erik. Wo bist du, Nixan? Wieder auf 6. Versuch, dass du noch was kriegst. Aber gewonnen haben wir es auf jeden Fall schon. Okay. Nee, dann Schock am besten. Gut. Ja, hat sich gelohnt, so. Ja, ich hab Nixan überholt. Ja. Ach so, ich dachte, du wärst der Letzte. Nein. Ach so, schade. Da hätten wir vielleicht auch noch schocken sollen, so von Items oder so. Ja, aber 1, 2 ist doch okay. Ja, ist gut. Ist okay, ja. Was für Ansprüche. 20 plus. Ist mal früher gefeiert. 20 plus 30. 30 plus den EP. Okay, dann ich rechne. Oh, ich wollte rechnen. 30 plus 8 ist schwer. Das wäre eine super Übung gewesen. Ja, mal wieder umgeschlagen. Mann, das wird langweilig. Können wir aufhören. Ja, wir bedanken uns bei den gerade dagewesenen Opfern.